Hallöchen, ihr Liebens. So wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit habe ich mal wieder mit meiner Pralinenherstellung angefangen. Ich verschenke einfach super gerne selbstgemachte Schoki und Pralinen. Das kommt auch irgendwie immer gut an, vor allem wenn es selbstgemacht ist. Und ich freue mich auch schon mega, euch zu zeigen, wie ich dieses Jahr meine Pralinen gemacht habe. Ich habe mir wirklich unglaublich viel Mühe gegeben, im Vorfeld schon total viel herumexperimentiert und geübt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie schönere Pralinen als dieses Jahr gemacht. Ich habe ehrlich fast geheult vor Freude, als ich sie aus der Form gestürzt habe. Die Schokolade ist einfach so schön glänzend und knackig geworden. Und ich bin auch schon mega gespannt, wie sie euch gefallen. Schreibt es mir also gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt einmal los und ich zeige euch, wie ich diese kleinen Leckerbissen gemacht habe. Als erstes habe ich mir eine Ganache vorbereitet, für die ich 200 Gramm Schlagsahne in einen Topf gefüllt habe und mir dann von 3 Bio-Orangen die Schale dazu gerieben habe. Und auch wirklich nur diese oberste Schicht, damit nicht zu viel von der weißen Orangenhaut in der Sahne landet. Das könnte nachher sonst ein bisschen bitter schmecken. Die Sahne wird dann einmal auf dem Herd heiß aufgekocht und sofort über 200 Gramm Zartbitterkuvertüre gegossen. Das Ganze muss dann so lange gerührt werden, bis alle Schokostückchen geschmolzen sind und dann lassen wir die Ganache für ein paar Stunden abkühlen. Ihr könnt das übrigens auch ohne die Orangenzesten machen und dann eventuell Vanille, Tonkabohnen oder andere Aromen in die Sahne rühren. Ich habe zum Beispiel auch noch eine zweite Füllung vorbereitet, in die ich dann vorher ein bisschen Rosenwasser in die Sahne gegeben habe. Als nächstes widmen wir uns den Schokoladenformen. Dieses Jahr habe ich mir 2 Polycarbonformen bestellt, verlinke ich euch gerne einmal in der Infobox. Und das ist hier einmal so eine normale runde Form und eine für solche Schokodiamanten. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich so viel einfacher mit stabilen Formen zu arbeiten, als mit solchen wabbeligen Silikonformen. Ich habe vorher nämlich immer nur mit Silikonformen gearbeitet und das ist wirklich ein Kampf, jedes Mal. Die Formen sollten vor dem Gebrauch, auch wenn sie sauber sind, trotzdem einmal mit einer Serviette oder mit einem Küchenpapier poliert werden. Also einfach nur einmal auswischen, damit wir hier keine Staubkörnchen oder sowas drin haben. Dann fange ich jetzt auch mit der Diamantenform an. Da dachte ich mir, würde das optisch ganz gut passen, wenn ich die Mulden einfach nur mit Goldspray besprühe. Da braucht ihr dann anschließend auch nichts weitermachen, außer die Form für mindestens 10 Minuten trocknen zu lassen. Für die runde Form habe ich zur Farbe gegriffen. Am besten nehmt ihr hier fettlösliche Pulverfarben. Da erkläre ich euch gleich aber auch nochmal warum. Außerdem brauchen wir Kakaobutterchips. Die habe ich jetzt online bestellt, weil es ein bisschen schwierig ist, die so im Supermarkt zu finden. War aber auch kein Problem, die sind nach 2 Tagen schon da gewesen. Und davon habe ich mir dann eine Handvoll in eine kleine Schüssel gepackt und bei 50 Grad Ober- und Unterhitze im Ofen geschmolzen. Kontrolliert am besten auch immer einmal mit einem Thermometer, die Kakaobutter sollte nicht zu heiß werden. Und dann bereiten wir uns nebenbei kleinere Schüsseln vor, in die wir uns unsere Pulverfarbe füllen. Das sollte jetzt auch nicht zu wenig Farbe sein, da solltet ihr schon so ungefähr einen halben Teelöffel verwenden. Und dann geben wir eine kleine Menge der geschmolzenen Kakaobutter dazu. Das Ganze verrühren wir jetzt so lange, bis sich die Farbe gänzlich aufgelöst hat. Und dann könnt ihr auch beobachten, ob das Ganze zu flüssig bzw. zu fettig ist, denn das Ganze sollte am Ende doch schon eher so eine samtige Konsistenz erreichen. Deswegen wäre es auch am besten, wenn ihr Pulverfarben verwendet, weil die ähnlich wie Kakaopulver eine bindende Wirkung haben und das Ganze dann eben schön samtig wird. Als nächstes müssen wir warten, bis die Kakaobutter etwas abgekühlt ist, aber da beobachtet ihr am besten einfach nur die Konsistenz. Das darf nämlich nicht mehr zu fließend sein, da die Kakaobutter sonst in der Form immer nach unten zur Mitte fließen würde. Könnt ihr aber auch ganz einfach testen, indem ihr mit eurem Finger etwas von der Kakaobutter an den Rand der Pralinenform wischt und dann beobachtet, ob der Tropfen noch fließt oder an seinem Platz bleibt. Dann können wir die Farbe nämlich auch schon in den Mulden auftragen und ich mache das jetzt mal mit Handschuhen, damit meine Finger nicht 3 Tage lang bunt bleiben. Aber ihr könntet das ansonsten auch mit einem Pinsel auftragen oder den Pinsel an eurem Finger abstreifen, damit solche kleinen Pünktchen in der Form landen. Falls ihr mehrere Farben verwendet, müsst ihr natürlich zuerst warten, bis die Kakaobutter in den Mulden fest geworden ist, bevor ihr dann eine weitere Schicht auftragt. Und sollte eure Kakaobutter zwischenzeitlich fest geworden sein, also die Kakaobutter in euren Schüsseln, könnt ihr sie einfach wieder bei 50 Grad im Ofen erwärmen. Falls eure Kakaobutter aber nur ein bisschen cremiger geworden ist und sich trotzdem noch gut verteilen lässt, könnt ihr sie natürlich so auftragen und euch das Aufwärmen sparen. Funktioniert an sich ziemlich unproblematisch, sofern ihr die Kakaobutter am Anfang nicht zu heiß schmelzt. Als nächstes geht's ans Kuvertüre temperieren. Dafür habe ich mir 400 Gramm Zartbitterkuvertüre klein gehackt und ungefähr 360 Gramm davon in eine große Rührschüssel gefüllt.
Als nächstes habe ich mir ein Wasserbad vorbereitet, über der ich meine Schokolade schmelzen konnte. Also ich habe ganz einfach nur 3 cm Wasser in einen Topf gefüllt, dieses aufgekocht und dann wieder den Topf vom Herd genommen und dann eben diese Schüssel draufgestellt. Das Ganze wird jetzt gelegentlich umgerührt, bis die Schokolade gänzlich schmilzt und dabei solltet ihr eine Temperatur von 40 bis 45 Grad erreichen. Nicht mehr oder weniger, ich bleib da so ungefähr bei 44 Grad, das ist eigentlich immer am sichersten. Und sobald diese Temperatur erreicht ist, stellen wir die Schüssel auf unsere Arbeitsfläche und fügen die restliche gehackte Kuvertüre dazu. Jetzt solltet ihr immer gut umrühren, bis die Schokolade gänzlich geschmolzen ist und dabei kühlt die Masse dann auch gleichzeitig ab. Die Schokolade muss jetzt nämlich zunächst auf 27 bis 28 Grad abkühlen, dann können wir sie nochmal über ein Wasserbad stellen und auf 31 Grad erwärmen. Dann ist die Schokolade nämlich perfekt temperiert und lässt sich bestens verarbeiten. Die Kuvertüre habe ich übrigens in einen Spritzbeutel gefüllt, weil man das so auch ein bisschen leichter in den Mulden verteilen kann. Und sobald wir das gemacht haben, drehen wir unsere Schokoladenform nur noch um. Ich lege mir da auch immer gerne ein Stück Backpapier zurecht, damit es keine allzu große Sauerei gibt. Und dann klopfen wir die Form von allen Seiten ab, damit die überschüssige Schokolade aus der Form fließen kann. Am Ende gehen wir nochmal mit einer Palette oder mit einem Geodreieck über die Form, damit die Oberfläche möglichst sauber wird. Dann haben unsere Pralinen nachher nämlich auch richtig schöne Kanten. Nach ungefähr 10 Minuten grob geschätzt sollte die Kuvertüre dann auch fest sein und wir können unsere Ganache darin verteilen. Dann brauchen wir natürlich wieder ein bisschen temperierte Kuvertüre, um die Pralinen zu verschließen. Und ich finde das immer ein bisschen schwierig, Kuvertüre über einen längeren Zeitraum auf der nötigen Temperatur zu halten, weshalb ich das immer so mache, dass ich mir die Kuvertüre zum Verschließen der Pralinen neu temperiere. Diesmal reichen da auch 200 Gramm Kuvertüre, 150 Gramm, die sofort geschmolzen werden und 50 Gramm lasse ich mir dann übrig, damit ich die anschließend einrühren kann. Wir machen das also ganz genauso, wie wir das gerade eben schon gemacht haben und dann verteilen wir die Kuvertüre auf unserer Ganache, streichen alles glatt und lassen es wieder aushärten, bevor wir unsere Pralinenform dann auf unsere Arbeitsfläche stürzen können. Ist immer mega spannend, ich bin auch echt sowas von aufgeregt gewesen, aber als ich die Pralinen dann gesehen habe, wäre ich fast vor Begeisterung geplatzt. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie sie euch gefallen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Däumchen nach oben von euch freuen und vergesst nicht kostenlos meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr weiterhin keine Videos mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!